Kanzleramt Pforte D. Wir sitzen ja hier quasi Backstage im sogenannten Casino beim Kanzleramt. Ja. Haben Sie was schon von Halle gesehen? Sie kommen ja ursprünglich aus Köln. Nee, ich habe noch gar keine Zeit gehabt. Ich bin gestern Abend angekommen und bin noch gleich wieder weg. Also ein andermal. Halle soll ja schön sein, oder? Halle soll super schön sein, aber es wird sich mir nicht erschließen. Mhm. Das ist ein Grund, vielleicht nochmal wiederzukommen, oder? Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall von außen sieht's schon schön aus, aber man schaut ja nicht hinter die Fassaden. Lassen Sie uns mal über Fußball sprechen. Oh, Fußball. Ja, Sie sind ja sehr Leverkusener. Ja, genau. Mhm. Und es gibt ja auch in Mitteldeutschland ein paar neue Vereine. Aha. RB Leipzig. RB Leipzig. Ich kenne Leute im Rheinland, die mögen die so gar nicht, die drei Mitglieder von RB Leipzig und die Politik, die RB Leipzig gerade in den Fußball einbringt. Aber Ingolstadt ist nicht besser. Also drei VW-Clubs in der Liga ist auch elendig. Aber ich finde Red Bull einfach scheiße. Halle hat den Halleschen FC. Ja. Alles Traditionsvereine. Dynamo Dresden, wir kennen die ja alle von früher noch, als sie noch Europapokal der Pokalsieger gespielt haben. Alles große Vereine. Und ich bedauere es auch wirklich von ganzem Herzen, dass da nicht endlich mal wieder in der ersten Liga ein Verein aus dem Osten Fuß fasst. Und zwar auf Dauer. Rostock, Dresden, all die großen Traditionsvereine. Es muss nicht unbedingt RB Leipzig sein. Und eine Frage habe ich noch zum Thema Ehrenamt. Sie sind ja da ja sehr engagiert. Ja, ich versuche mein Möglichstes, wie jeder. Wir haben alle die Verpflichtung, ein wenig was beizutragen zu der Gesellschaft, die uns bezahlt. Kölsch gibt es hier nicht, aber wir gucken trotzdem mal, ja? Was es gibt. Ja, es gibt doch hier dieses hervorragende Pilz. Wie heißt das denn nochmal? Es gibt hier ein super leckeres Bier. Habe ich gestern Abend im Hotel getrunken. Landsberger? Lecker.